Gibt es gezeigt zu haben. Die gewillt sind, ihn aufzuhalten? Die Questreihe machen und hoffen, dass es jetzt mit dem Hüter dann auch so klappt, wie es mit der Nightblade geklappt hat. Ach, ich wollte mir noch Tripods mitnehmen. Habe ich nicht gemacht. Und Kao, vielen lieben Dank für deinen Prime Resub. Dankeschön. Ich brauche eure Hilfe. Der dädrische Fürst Kürbisfatze sucht neue Beute für seine Speisekammer. Das heißt, kurz, jetzt auch eine Art Queststream. Und wir spielen die Quest von Fürst Kürbisfratze. Was ist denn los? Kürbisfratze, der dädrische Fürst der Furcht, hat seine Macht an diesem Hexenfest in Nürn manifestiert. Fürst Kürbisfratze nährt sich von dem Schrecken, den er in Sterblichen auslöst, und lähmt sie völlig. Es stehen Leben auf dem Spiel, mein Freund. Ich weiß von mindestens 3 Heimgesuchten, die er schon geholt hat. Glorious. Heimgesuchte? Die Heimgesuchten sind Sterbliche, die die Furcht übermannt hat. Fürst Kürbisfratze lockte sie nach Detritos, versetzte sie in Schrecken und entließ sie wieder in die Welt. Wenn nicht jemand etwas unternimmt, sind sie zum Untergang verdammt. Als Priester von Stenda, dem Gott der Gnade, bitte ich euch inständig um Hilfe. Ich werde helfen. Sag mir, was zu tun ist. Es gibt 3 Heimgesuchte, die eure Hilfe brauchen. Ich markiere auf eurer Karte, wo sie zu finden sind. Sie sind in dieser Welt, doch ihre Geister werden in Detritus gequält. Dieses Amulett wird es euch erlauben, dorthin zu reisen, um ihnen beizustehen. Und mit ihm kann ich mich auch mit euch verständigen. Erzählt mir von Detritus. Detritus? Das ist ein garstiger Ort. Eine Halbwelt voller Grauen. Dort labt sich Fürst Kürbisfratze an den Ängsten der Sterblichen. Während dieser Zeit öffnen sich Portale zwischen dieser Halbebene und unserer Welt. Und er lässt seine finsteren Gelüste an den Lebenden aus. Erzählt mir etwas über Kürbisfratze. Er ist der dädrische Fürst der Todesängste. Dädrische Fürst. Er herrscht von der Halbebene Detritus aus. Während des Hexenfests reicht seine Macht in unsere Welt hinein, wo er dann jene mit seinen Schrecken überzieht, die dafür verwundbar sind. Er treibt Leute vor Angst in den Wahnsinn. Wer seid ihr? Ich bin Maxiar Odil, ein Priester von Stenda. Mir ist bewusst, welche Bedrohung Fürst Kürbisfratze während des Hexenfests für die Bewohner von Nirn darstellt. Wir müssen jene beschützen, die der dädrische Fürst der Furcht ins Visier nimmt. Wie habt ihr hiervon erfahren? Ich weiß nun schon seit einer Weile von der Macht von Fürst Kürbisfratze. Ich weiß, wann er seine Opfer zurück in unsere Welt schleudert. Meinst du, dass das ausgedacht ist? Ein Kalid rein, wunderschönen guten Morgen. Mir gerade noch aufgefallen, ich muss hier noch jemanden zum Geburtstag gratulieren. Plups Google, falls du zuschaust, happy, happy birthday. Es sind ein bisschen Geburtstagstage. Ja, guck mal, da liegt die Pfeife offensiv rum. Ja, Hexenhütte ist ein schönes Ding, gerade noch in Kombination mit diversen Einrichtungspaketen, Einrichtungsgegenständen, die es während dem Event gibt. Und für mich hat es sich alleine gelohnt, für den einen Holzfundbericht, der hier irgendwo droppt, was hier, ich weiß es nicht, weil man sonst von hier oder von hier so einen extrem weiten Weg hat und dann kann man einfach zur Hexenhütte porten. Ja. Alleine dafür hat sich die gelohnt. Ähnlich, fast noch besser ist hier Felsbaum Zuflucht für auch einen
Holzfundbericht, der hier dann liegt. Auch dafür habe ich mir einen Dude hier gekauft. Aber die Hexenhütte ist schick. Ja, guck. Das ist natürlich dann auch doof, wenn man nicht alle wegschreitet. Ja, also das ist kein, also das ist hier nicht, ne, von wegen hier, wir haben uns voll die Mühe gegeben und es war voll schwierig, jemanden wie Ithelia als dätrische Fürstin einzuführen und bla bla bla. Übrigens hier, Fürst Kürbisfratze, ein neuer dätrischer Prinz. Ja, ich glaube, hier sind schon Vorläufer des Narrenfestes unterwegs. Estre hat gerade mit Prime abonniert. Guten Morgen. Es wird uns alle verbrennen. Es wird alles verbrennen. Er hat es mir gezeigt. Ich kann nicht fort. Ich werde verbrennen. Was stimmt mit euch nicht? Die Feuer. Überall um uns herum. Fürst Kürbisfratze zeigte mir, was geschieht, wenn ich dieses Boot verlasse. Verschlingen. Sie werden alles verschlingen. Sandra Frey hat gerade mit Prime abonniert. Mir. Welches Feuer? Seht ihr sie denn nicht? Nein. Natürlich. Sie sind auf der Ebene von Fürst Kürbisfratze. Ich spüre die brennende Hitze durch den Schleier zwischen unserer Welt und seiner. Wasser bietet mir Sicherheit. Aber nur vorübergehend. Wir werden alle brennen. Wenn ihr in seine Domäne geht, werdet ihr die Flammen sehen. Wie kann ich die Feuer aufhalten? Geht nach Detritus. Es gibt eine Pflanze. Eine Flammenstillblüte, die den Brand löschen kann. Doch hütet euch vor Fürst Kürbisfratze. Okay. Da muss ich sagen. Ein Portal nach Detritus. Geht hinein und sucht die Flammenstillblüte. Das habe ich gestern ja gesehen. Ich finde die Welten, die da drinnen sind, richtig geil. Ich finde auch das Portal sieht schon geil aus. Sowas könnte man zum Beispiel auch mal als Portanimation nehmen, ne? Statt dass, wenn du portest, du irgendwas um dich rum hast, dass du vielleicht einfach so ein Portal aufmachst, durch das du durchgehst. So als Idee. Toss, weil sie das hört. Und halt auch hier der Ladescreen oder sowas. Ich finde den Altar hier, das sieht halt schon geil aus. Und Rayum, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal. Warte mal, habe ich das vorhin? Nee. Nee, Herason, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen lieben Dank für dein Prime-Abo. Auch Haljestra, vielen, vielen lieben Dank. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und Sandra, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Leute. Van Keule, einen wunderschönen guten Morgen. Es breitet sich aus. Es ist überall. Ich finde, es ist halt schon... Ne, es sieht... schon ganz cool aus. Also, die Questline haben sie schon gut gemacht. Ihr seid dicht an der Flammenstillblüte. Ich spüre es. Lasst jetzt nicht nach. Da hier zum Beispiel. Das ist schon cool. Das gefällt mir. Meine Montur, ja, das ist ein wilder Mix, einstige Akaviri, Dornlegion, Wächter von Ferngrab, Blutquellschmiede, Eichenorden, Ehrengarde, grimmiger Harlekin. Sind-Pfötchen hat gerade mit Prime abonniert. Also guten ein Morgen, ihr Lieben. Relativ wildes Sammelsuchen. Und Zimtpfötchen, einen wunderschönen guten Morgen auch dir und vielen, vielen lieben Dank für deinen Primary Sub. Dankeschön. Und Bowhunter, einen wunderschönen. So, da haben wir die Blüte. Meine Domäne ein wegen
Blau gerade für 26 Monate abonniert. Ihr werdet ein feines Mahl abgeben. Was, er will mich essen? Na guck mal, jetzt sind Blumen hier drauf. Die Flammen sind fort. Endlich. Die Flammen. Sie verzehren mich nicht länger. Kurz bevor sie verschwanden, sah ich euch mitten in ihnen. Was ist geschehen? Ich habe Kürbisfratze in Detritus die Stirn geboten und die Feuer gelöscht. Ich spürte es. Einen Hoffnungsschimmer, wieder die Angst, der in mir aufstieg. Ihr habt das Feuer gelöscht. Jenen Brand, der mir aus Detritus folgte. Ihr habt mich vor den Flammen gerettet. Ja. Habt Dank. Bitte, gib mir all dein Geld. Wie seid ihr in Detritus gelandet? Ich erinnere mich nur an Bruchstücke. Doch ich glaube, da war etwas, was ich finden musste. Ich ging nach Detritus, um danach zu suchen. Die Flammenstillblüte? Die Flammen sind fort, doch mein Kopf brennt noch vor Schmerz. Erinnert ihr euch an irgendwas anderes? Da war ein Totem? Ich trug etwas bei mir, was mich zu Fürst Kürbisfratze führte. Jetzt ist es verloren, zusammen mit meiner Erinnerung daran. Es tut mir leid, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen. Ihr habt diese Heimgesuchte gerettet, doch auch andere brauchen eure Hilfe. Das ist für ein mildes Geräusch. Und Blaueichen, einen wunderschönen guten Morgen. Und hier, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Danke für 26 Monate. Dankeschön. Danke. Sechs Monate im Voraus, wenn ich das sogar richtig lese. Holy shit. Gib ein Add-on, mit dem ich mehrere E-Mails mit Anhang versenden kann. Boah, da weiß ich leider nichts, Inoshi. Da weiß ich leider nichts. So, wo muss ich hin als nächstes? Nee, das Schatten von Sankretor, nett. Hierhin. Okay, da habe ich zumindest einen Wegschrein. So, heute, ihr seht, direkt auch wieder ein bisschen dann Programm-Zeitverschiebung jetzt hier durch die Quest. Danach gehen wir zu den Händlern und dann machen wir den Questbeam. Wie gesagt, ich mal gucken, wie lange es heute dauert, aber ich glaube, auch ist jetzt der letzte Flügel. Gut, es wird viel noch zu lesen geben, aber der wird jetzt hoffentlich nicht 8 Stunden dauern oder so. Weil ich will den heute auf jeden Fall fertig machen. Bin vorbeigeritten. Erstmal beklauen. Ich kann ihn nicht beklauen. Was waren hier? Fuck. Was hat er an eigentlich? Hat einen Postmeisterstab an. Ein Einteil, ne? Sonst hat er nichts. Will. Bitte vergib mir. Bitte, und die andere hat für Feuer gehabt. Ich verspreche es. Ich wasche die Schande fort, unbedingt. Ich zahle jeden Preis, ganz gleich, was ich opfern muss. Selbst wenn es mich umbringt. Mit wem sprecht ihr? Mit meinen Ahnen. Denen, denen ich mit meinem nutzlosen Leben Schande brachte. Ich höre ihre Stimmen, als stünden sie unmittelbar neben mir, um mich für jeden meiner Makel zu verdammen. Wie ist das geschehen? Ich war in Detritus. Fürst Kürbisfratze legte die wahren Gefühle meiner Ahnen offen, darüber, zu welch einem Wurm ich geworden bin. Geht und sprecht mit ihnen, wenn ihr denn müsst.
Was mich anbelangt, so muss ich mich darauf vorbereiten, Wiedergutmachung für all meine Fehler zu leisten. Lebron. Stellt euch in Detritus der Angst dieses Heimgesuchten. Achso, ganz kurz, bevor ich jetzt da reingehe, mach schon dann nochmal ganz kurz eine Pause. Aber ich habe Post bekommen auch. Lange hat es auf sich warten lassen. Aber wird kein Unboxing oder sowas dann geben. Aber ich werde sie dann natürlich im Stream aber auch nochmal ordentlich aufmachen. Aber vielen, vielen lieben Dank, Bethesda, für die Ethelia-Statue, die leider mit sehr viel. Nicht die Statue an sich, sondern alles drumherum ein bisschen negativ behaftet ist. Hat jetzt, wenn man sich auch mal überlegt, wie lange das jetzt gedauert hat. Gold Road ist jetzt gefühlt schon wieder, ne? Und jetzt kommen so die letzten Statuen, wobei, ne, das war jetzt ein anderer Grund, aber haben ja, glaube ich, immer noch nicht alle ihre Sachen bekommen. Sofern ich mitbekommen habe. Oder jetzt gerade haben alle bekommen, deswegen haben wir jetzt Sachen bekommen. Das kann auch sein. Aber ja. Räumen wir auch morgen mal raus und dann gucken wir mal, wo wir sie hinstellen. Viel Platz habe ich ja aktuell nicht mehr so. Es wird langsam eng. Es wird langsam eng. Ich muss mir eine noch mehr Panorama-Cam kaufen und dann weiß ich nicht, wo ich noch alles hinräumen muss. Aber ich gehe ganz kurz nochmal auf Toilette und dann machen wir mit der Quest weiter. Aber vorher muss ich für euch dancen. Was machen wir heute? Irgendwas mit H. Was ist mit H? Der Hammer. Der Hammer. Let me hammer that. Hammer time. H-A-Doppel-M-E-R. Hammer, yeah. Hat wer ein Exemplar für das Rezept Gefriergehirn? Ja, ich habe eine neue. Ich hatte mir bei den Prime Days eine neue gekauft, weil meine wirklich schon auch in die Jahre gekommen ist. Und jetzt ist meine ein Ticken größer. Naforim, ich denke, bestimmt hat jemand. Ansonsten gucke ich mal auf meine Gildenbank dann. Da. Hier jetzt natürlich die Angst vor den Ahnen. Boah, das sieht cool aus da oben. My Dragon Blood. Was denn, wenn ich sage, nicht spoilern? Was könnte das bedeuten? Vielleicht nicht spoilern. Kann ein entsetzlicher Ort sein. Die Luft selbst ist von Furcht erfüllt. Geht weiter. Guck mal, die essen ihren Freund, aber ess doch den Kopf. Der ist doch ein Kürbis. Mal, was er da oben chillt. Das finde ich cool. So, wenn im Hintergrund noch so ein paar Dinge passieren. Das war aber jetzt aber auch ein kurzer Weg. Der Brief von Farwins Mutter. Mein liebster Farwin, ich weiß, dass euer Vater ein harter Mann ist. Und das wird sich sowohl so bald wohl auch nicht ändern. Sein Vater ruinierte den Familiennamen mit seinem desaströsen Abenteuer. Also wünschte er sich als Heranwachsender nichts sehnlicher als ein Erbe, der das einmal mehr Würde trägt. Daher erwartet er auch sehr viel von euch. Mit der Zeit wird er sicher erkennen, dass es so viel gibt, worauf er stolz sein kann.
In jedem Brief zeigt ihr mir, wie viel ihr gelernt habt und welche Bereicherung eure Reise ist. Es ist mir jedes Mal eine Freude, eure Briefe zu erhalten und jedes Mal lese ich sie eurem Vater vor. Eure Geschichten zu hören hilft mir zu ertragen, wie sehr ich euch vermisse. Und ich spüre, dass es ihm ebenso geht. Ich kann es kaum erwarten, von eurem nächsten Abenteuer zu hören und von der Erleuchtung, die sie euch bringt. Gebt auf euch Acht, mein Sohn. Mutter. Das hätte sie aber noch auf die eine Seite bringen können. Er mögt diesen Dunkelelfen Hoffnung schenken, doch seine Ängste bringen ihn zu mir zurück. So wie eure Ängste euch. Ich hätte mir gern noch ein bisschen die Inneneinrichtung angeguckt, weil da hinten auch diese Wandbilder eigentlich ganz cool aussahen. Meine Mutter, warum denke ich an sie? Die Stimmen, sie sind fort. Ich sah meine Ahnen und auch Fürst Kürbisfratze und euch. Was habt ihr getan? Eure Mutter ist stolz auf euch. Ihr seid nun frei. Ich verstehe. Meine Furcht hat mich derart verschlungen, dass mir sämtliche Vernunft abging. Ich war so sicher, dass der einzige Ausweg darin bestand, dass er darin bestand. Hab Dank dafür, dass ihr diesem Albtraum ein Ende bereitet habt. Wie seid ihr in Detritus gelandet? Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Irgendetwas an diesem furchtbaren Ort hat mir das Gedächtnis benebelt. Das sind nur Fetzen. Doch ich weiß noch, dass in Detritus eine Verheißung auf irgendein Wissen wartete. Das lockte mich an. Erinnert ihr euch an irgendetwas anderes? Ich hatte etwas bei mir. Einen mächtigen Gegenstand, den mir jemand für irgendeine Aufgabe ausgehändigt hatte. Ich spüre ihn noch fast. Doch jetzt ist er fort, zusammen mit meinen Erinnerungen. Ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen, mein Freund. Gut, wie ihr Detritus getrotzt habt. Ein Heimgesuchter braucht noch eure Hilfe. Ein Heimgesuchter. Und den haben wir hier an der Windburg. Silberdrache, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ach so, und während ich jetzt hier auf meiner Reise dahin bin, nochmal die Anregung. Ich habe gestern Abend nochmal geguckt, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, es fehlt eventuell nur eine Person. Muss man mit Verena reden, aber wenn ihr auch Lust habt. Morgen möchte ich gerne im Stream in die Hallen der Fertigung. Auf Normal. Denn da wartet hoffentlich eine Spur auf uns alle. Und es gibt ja auch noch eine Tremora-Kiste. Ich glaube, ein oder zwei Plätze sind laut Discord noch vielleicht zu vergeben. Aber es waren auch noch ein, zwei Leute, die sich angemeldet haben, aber nicht hundertprozentig sicher waren, ob sie dann Zeit haben. Also macht da ruhig mit. Weil gibt Kiste. Warum geht es nicht weg? Ich muss es abwaschen. Alles abwaschen. Bald ertrinke ich darin. Er sieht cool aus. Er sieht cool aus. Was macht ihr da? Seht ihr das denn nicht? Das Blut. Ströme davon, die mir die Arme fast bis zu den Schultern hinauf tränken. Sie breiten sich immer weiter aus. Ich kann nicht halten. Ich muss das abwaschen, sonst quillt es noch schneller hervor. Es sieht für mich nicht danach aus, als ob ihr blutet. Es ist nicht mein Blut. Mir ist es gar nicht aufgefallen, bis er mir zeigte, was meine Axt angerichtet hat. Die Flecken der Toten, die in meine Haut hineinkriechen. Das Blut wird meinen Leib tränken, bis ich darin ertrinke. Ich muss es abwaschen. Wer zeigt euch das? Fürst Kürbisfratze. Vielleicht kann er es euch auch zeigen. Geht bitte. Meine Axt hat so viel Blut vergossen. Selbst wenn ich mir die Haut von den Knochen schrubben muss, ich werde mich sauber waschen. Ich öffnete einen Pfad. Reinigt die Axt. Detritus holt sich am Ende alle, die die Ebene betreten.
Ja, auch hier finde ich es echt. Echt. Ihr lebt! Zurück! Ich will euch nicht wehtun! Nicht noch einmal! Das Blut! Das Blut! Nein! Eieiei, hatte ich aber auch niedergemetzelt. Das ist zum Beispiel halt auch echt, ne, also... Dieser Heimgesuchte braucht Hilfe, reinigt seine Waffe. Ich finde halt auch hier die Leuchteffekte und, also das ist echt wirklich schön geworden. Und dann hat Tiva einen wunderschönen guten Morgen. Da... Ne? Spider-Kürbis. Ah. Auch sau cool gemacht. Also, ich glaube, wenn man da wirklich ein bisschen unbedacht ist und nicht mitrechnet, besonders weil es den Soundeffekt hat, guck mich gerne den Böse an. Da ist die Axt, die pocht. Machen wir hier mal sauber. Narbe, seine Qual ist nur aufgeschoben. Das vergossene Blut bleibt ein Makel auf seiner Seele. Seine Ängste bringen ihn stets zurück zu mir. Mischt euch nicht ein. Lord. Und zack. Zapka, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen. Das Blut, es ist fort. Das Blut, es ist fort. Ich sah die Toten und Fürst Kürbisfratze und euch. Ihr habt meine Axt gereinigt und mich mit ihr. Der Griff, den Fürst Kürbisfratze um euch hatte, ist gesprengt. Das sehe ich. Ich war ein Narr daran zu glauben, ich hätte meine Ängste bezwungen und meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte ich vielleicht noch den Kopf in den Fluss gesteckt, um allem zu entkommen. Ihr habt meinen Dank. Wie seid ihr in diese Lage hineingeraten? Ich kann mich nicht erinnern. Es tut mir leid. Das sind wohl die Auswirkungen meiner Zeit in Detritus. Eines kann ich mir in Erinnerung rufen. Mir wurde Absolution für meine Vergangenheit angeboten. Ein Weg, wie ich meinen schmerzhaften Erinnerungen entkommen kann. Könnt ihr euch sonst noch an irgendetwas erinnern? Da war ein Totem, das mir gegeben wurde, um mir dabei zu helfen, mich Detritus zu stellen. Klein, aber mächtig. Glaube ich, krieg. Und mich Paket. Schauderte, wenn ich es berührte. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Es tut mir aufrichtig leid, mein Freund. Ja, kein Problem. Ich glaube, die Post. Oh. Auch nichts mehr gesagt. Dann müssen wir mal zurück. Ja, ich glaube auch, dass sie sich da ein bisschen ausgelebt haben und ja. Ich spüre die Furcht an euch, doch ihr lebt. Wie? Ich lebe, aber ich lebe und möchte
auf ein bisschen Leben verzichten. Denn ich glaube, ich möchte mir zusätzlich hier noch mitnehmen, dass ich einfach ein bisschen Stamina noch kriege, wenn ich Gegner töte. Denn da laufen ja schon ein paar NPCs rum mit den Bäumen und so, wo man sich dann ein bisschen voll machen kann, wenn man die tötet. Weil ich jetzt auch gerade keine Tripods dabei habe. Ich gucke mal, was mein... Na, er sagt nicht in, noch nicht in Zustellung, also wird es nicht meine Post sein. Also gehen wir rein. Ich habe auch noch was zu essen. Das ergibt keinen Sinn. Ihr strahlt die Urangst von Detritus aus, doch sie hat euch nicht in den Wahnsinn getrieben? Klickt nicht den Urinstinkt. Wartet, was ist aus den Heimgesuchten geworden? Ich habe die Heimgesuchten von ihren Ängsten befreit. Genau wie er betet. Genau. Hab Dank. Ich war nicht sicher, ob das möglich ist. Offenkundig seid ihr stärker, als ich dachte. Wir werden diese Stärke für das brauchen, was als nächstes kommt. Wir beide schweben in ernster Gefahr. Wovon redet ihr da? Ich bereue, dass ich euch das angetan habe. Aber ich muss euch ein Geständnis machen. Ich bin ein Priester von Stendhal. Doch ich bin auch das erste Opfer von Fürst Kürbisfratze. Sein ältester Heimgesuchter. Fürst Kürbisfratze speiste ewig von meinem Schrecken. Dann bot er mir eines Tages einen Handel an. Was für ein Handel? Erlösung von meiner Qual, wenn ich ihm forsche Helden schicke, die er verderben kann. Ich willigte ein. Ich musste den Kreislauf durchbrechen. Das Amulett, das ich euch gab, markiert seine Beute. Ich trage auch eines. Es bereitet seine Opfer darauf vor, einer seiner Heimgesuchten zu werden. Und ich sollte sein jüngstes Opfer werden? Ich weiß, dass es falsch war. Doch ich hoffte, einen wahren Streiter zu finden, um Fürst Kürbisfratze herauszufordern. Ihr könnt uns alle retten. Trommelt nun rasch Verbündete zusammen und kehrt nach Detritus zurück, um ihm die Stirn zu bieten. Ich bleibe über das Amulett mit euch in Verbindung. Wartet! Spürt ihr das? Was soll ich spüren? Ich werde große Freude am Auslöschen der Hoffnung haben, die ihr in meinen Heimgesuchten wecktet. Bald schleife ich euch alle zurück nach Detritus. Für immer. Für immer. Ihr sagt's auch, er fürs... durch unsere Amulette. Bald hat er genügend Kraft, um uns zu holen. Fürs Kürbisfratze gegenübertreten. Diese Begegnung ist besonders herausfordernd und für mehrere Spieler gedacht. Ihr solltet euch durchaus etwas Hilfe im Kampf gegen Fürs Kürbisfratze suchen oder euren Untergang ins Auge sehen. Wenn ihr das Portal ohne Gruppe betretet, müsst ihr alleine kämpfen. Geht mit Bedacht vor. Also es steht auch deutlich ein Warnhinweis. Wie gesagt, mal gucken jetzt hier mit dem Hüter. Da muss ich mal gucken wegen Heilung und dem Kram. Die Elan mitnehmen. Heilt das überhaupt noch? Dann ja, ich mache das jetzt hier auch, um es vielleicht ein bisschen zeigen zu können. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es zeigen mit dem Char. Aber ich denke, ja. Ansonsten morgen dann nochmal als Nightblade. Ich habe leider die Quest heute Morgen, ich habe sie gestern nicht abgegeben. Gestern nicht abgegeben und habe sie dann heute Morgen abgegeben, deswegen kann es mit der Nightblade, konnte ich es mit der Nightblade nicht machen. Aber ja, ich finde das hier halt auch eine geile Ebene, ne? Hier mit den ganzen Regalen und hier sind irgendwelche Dinge verbunkert und dann hast du hier den Thron und hast hier da oben fürs Kürbisfratze.
Und da werden jetzt die Heimgesuchten erstochen. So, und jetzt müsst ihr eigentlich nur gucken. Man kann auf dieser Ebene Ressourcenmanagement. Und wie gesagt, er macht gar nicht so viel Damage. Also da braucht ihr nicht so viel Angst haben. Ihr müsst halt wirklich nur ein bisschen eure Ressourcen im Auge behalten. Und ihr müsst die Lebensanzeige im Auge behalten. Denn entscheidend wird bei 70% und bei 40%. Aber was auch entscheidend ist, ist, sobald hier diese Krähen auftauchen, diese Vogelscheuchen auftauchen, dass ihr die möglichst schnell tötet. Denn die ziehen euch Ressourcen ab. Und die können halt wehtun. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dadurch, dass die euch Ressourcen abziehen, können sie sogar richtig viel wehtun. Aber, wie gesagt, deswegen habe ich mir zum Beispiel die Passiv reingenommen, dass wenn ich halt was töte, dass ich halt Stamina und Magicka zurückkriege. Wie gesagt, was auch immer ganz gut ist, wenn man halt einfach Flächeneffekte hat, die man draufsetzen kann. Weil die kann man dann am Anfang machen. Aber ich habe leider... Ah doch, krieg ein bisschen Stamina zurück. Muss ein bisschen aufpassen mit meiner Stamina. Denn die brauche ich auf jeden Fall für die nächste Phase. Ich blende eure Augen und nage an euren Knochen. Ausgesaugt wird euch die Kraft. So, jetzt da ist er bei 75%. Jetzt gucke ich aber gerade, dass ich hier die Totems noch wegmache und dann noch ein bisschen Zeit habe, meine Ressourcen voll zu bekommen. Denn das wird ein bisschen entscheidend sein für die nächste Phase. Macht er jetzt noch eine oder? So, jetzt geht er rein. Die Dinger verschwinden. Und jetzt zuhören. Duckt euch, er darf euch weder hören noch sehen. Ihr geht in den Sneak, deswegen ist es wichtig, genug Stamina in der Phase zu haben. Hier halt auch ganz cool, weil ihr müsst nicht kämpfen, wenn ihr euch einen Tripod mitnehmt oder einen Ausdauerpot noch dabei habt, dass wenn ihr wirklich im Sneak-Modus zu wenig Ausdauer habt, dass ihr den einfach reinwerfen könnt. Und jetzt sneakt ihr einfach nur hier rum und sammelt die Krähen auf. Denn, ich glaube beim ersten Mal sind es 2 Krähen, die man verscheuchen muss, damit man aus der Phase rauskommt. Man darf ihm halt nicht zu nahe kommen, weil sobald man ihm zu nahe kommt, ist eigentlich One-Shot. Ich glaube mit 40k Leben kann man es kurz überleben, aber dann hat man nicht mehr genug Stamina, um direkt wieder in den Sneak zu gehen und wird direkt wieder überfahren. Also einfach ihm aus dem Weg gehen. Vielleicht auch mal anhalten, um wieder Magicka, um wieder Stamina zu bauen. Und dann ist diese Phase auch schon wieder vorbei. Die nächste Phase wird ein bisschen schwieriger, weil dann sind mehr, also nicht die Phase, sondern einfach die nächste Phase mit den ganzen hier Vogelscheuchen. Weil von denen gibt es dann ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, wir legen unsere Dots drauf. Was auch immer gut ist, ist vielleicht ihm nicht ganz so zu nahe zu kommen, weil dann kann er einen auch nicht stunnen. Immer noch, wenn man ein bisschen... Weil jetzt kommt auch die Phase, wo man selbst halt ganz gerne gestunnt wird. Und dann halt, ne, ist ein bisschen blöd ist,
wenn man sich nicht befreien kann. Deswegen ist auch nochmal so ein passiver Heal immer ganz gut. Nightblade mit Lebensfluss. Oder man vielleicht dann sogar so, man kann die Dinger hier ganz gut auch mit kaputt machen. Die machen nicht so viel Damage, aber nerven natürlich. Ich finde halt immer, die kann man ganz gut einfach Bodenflächen drauf. Jetzt kümmern wir uns erstmal aber wieder um das Ding hier. Auch hier elementarer Entzug natürlich ganz gut. Ah, ich weiß nicht, wie viel Rüstung die Dinge haben. Ich denke, hier wird alles 18k haben. Aber ist halt auch ein Skill, der nichts kostet. Ich glaube auch, wenn man zu nah an dem Boss steht, dass er gerne mal einen ranzieht. Und jetzt haben wir wieder eine kurze Phase, wo wir uns erholen können, wo wir so ein bisschen die Gespenster kurz mit wegmachen. Gucken aber immer, dass wir trotzdem immer ein bisschen Damage mit auf den Boss machen. Und haben immer einen Blick dafür. Man hört es ja, glaube ich, das ist immer, wenn er so macht, wenn dann einfach Vogelscheuchen auftauchen. Ne, hier jetzt zum Beispiel mit Wirbel der Tiefen ein Set, was du halt einfach, wo dann schön unter dem Ding halt noch was ist, was gut Damage macht und einfach läuft. Also alle Sets, die irgendwie passiv einen Triggerpunkt dann haben und dann einfach laufen und Damage machen, sind hier eigentlich ganz praktisch. Lange Dots, die man dann halt am Anfang von der Phase legen kann und dann halt sich Ressourcen spart. DK mit Elfenfluch oder so zum Beispiel, was ja dann auch einfach die Skills sehr lange laufen lässt. Auch ein gutes Ding. So, jetzt bin ich bei 48%. Jetzt gucke ich gerade, dass ich auf jeden Fall nochmal eine Phase Vogelscheuchen mache. Diese Geister, die gucke ich auch, dass ich die möglichst oft direkt mit wegmache. Weil die auch irgendwie gefühlt irgendwas Böses machen. Und Cherry Summers, einen wunderschönen guten Morgen. Wie gesagt, immer in Bewegung bleiben, dass man nicht getackert wird, weil wir hat in der Phase halt eh kaum Ausdauer. Viel mit Heavy Attacks arbeiten, immer gucken, dass man vielleicht einen Heal laufen hat. Wie gesagt, Elan mitnehmen, aber vielleicht halt auch einen, der Magicka kostet. Jetzt nicht so wie ich, weil ich bin jetzt halt ein bisschen am Arsch. Das war jetzt eher knapp.
lade noch ein bisschen Stamina auf. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass ich zu lange gebraucht habe. Weil natürlich scheiße ist, wenn ich auf 40% bin und dann die Vogelscheuchen da sind. Einfach aus dem Grund, weil ich dann mit sehr wenig Stamina in die Phase gehe. Vor allen Dingen, wenn man wie ich halt auch keine Stamina-Heilung mehr dann hat oder Magicka-Heilung, was ich gerade merke. Da ist vielleicht das Ding hier auch nicht unbedingt das Allerbeste. Besonders, wenn ich immer reinrenne und mich stunnen lasse und mich dann nicht mehr befreien kann. Ja, ich werde jetzt leider, glaube ich, sterben. Also hier zum Beispiel in der Phase ist Damage gar nicht so wichtig. Da ist vielleicht dann wirklich, wenn man einen Tripod mitnimmt oder so, ist ziemlich praktisch, weil dann kann man seine Elan nochmal drücken und hat einfach eine Heilung dabei, die einen auch dann ein bisschen mehr heilt als das, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich nehme jetzt hier mal meine Ulti, weil ich das Vieh hier weg haben will. So, und jetzt bringe ich ihn in die 40% Phase. Macht euch bereit. Und Kao, einen wunderschönen. Duckt euch! Fürs Erste müsst ihr verborgen bleiben. Die nächste Phase wird ekelhaft, da weiß ich jetzt schon. Weil da kommen viele Totems und da werde ich vielleicht sterben, weil ich halt mit dem Wirbel auch wirklich nur eine Mistheilung dabei habe. Euer pochendes Herz verrät euch. Jetzt auch immer einfach gucken, wo er ist. Nicht so viel Risiko gehen. Die Krähen, ne, die nehmen auch Ressourcen weg. Auch hier ist es dann eben zum Beispiel so eine Geschichte, dass halt, wenn man hier einen Tripod dabei hat oder einen Stamina-Pod, ist eigentlich eine coole Sache. Ich hab nichts dabei. Man kriegt immer ein bisschen Stamina, wenn man so verscheucht. Das ist gut. Aber ich bin natürlich sehr auf Halde gepackt. Jetzt hat es aber gereicht. Feigheit steht euch so gut. Gebt euch. Ich muss ein bisschen mit meinen Ressourcen aufpassen. Und meine Ulti ein bisschen zurückhalten. So, das war jetzt aber auch die Versteckenphase. Die kommt jetzt nicht mehr. Jetzt kommen eigentlich nur die Dinger hier noch dazu. Den kann man eigentlich aber auch ganz gut ausweichen, finde ich. Und ja, jetzt geht's drum zu überleben. Das ist natürlich ein super Anfang, den ich hier mache. Viel Heavy Attacks machen. Hallo. Warum? Das ist halt wieder Esel. Man hat einen Tap-Target. Aber dieses Spiel lässt einen einfach komplett am Tap-Target vorbeischießen.
Jetzt werde ich mal kurz hier was machen. Ihr seht aber auch, die Bäume spawnen immer welche nach. Deswegen eigentlich immer gucken, dass man genug Damage auf den Boss macht. Ich nutze die Bäume eigentlich nur, um vielleicht mal dann Ressourcen laden zu können. Ihr seht aber auch, wie viel Ressourcen es einfach kostet. Deswegen ist es manchmal aber auch gar nicht verkehrt, vielleicht einfach nur auf dem Boss zu bleiben und den einfach möglichst schnell umzubringen. Und es zieht sich natürlich ein bisschen. Daher auch. Ja, das war doof. Okay, ich muss eine andere Heilung mitnehmen. Das war jetzt Verschwendung. Sorry, dass ich hier gestorben bin. Bin jetzt gerade und Nima Kava in München. Guten. So, aber man kann natürlich auch gucken, dass man allgemein ein bisschen defensiver dann hier ist. Nochmal. Meine Heimgesuchten können niemals entkommen. Ihr habt ihnen gegenüber versagt. Ja, eben habe ich wirklich versagt. Lasst euch durch sie nicht erschüttern. Weiß aber gar nicht, ob ich mir jetzt mit dem Skillwechsel wirklich einen Gefallen getan habe. Nicht eines gebrochenen Helden. Lasst meine Finger eure Furcht rasch finden. Wenn sie euch stechen, werde ich mich vor Wonne winden.
dem Boden sprießen, denn ich will meine Betgespenster genießen. Und das ist halt auch so ein bisschen wieder der Vorteil von der Nachtklinge. Man nimmt Lebensfluss mit rein. Hat da dann immer ein Ding, wo man sich dann mit heilen kann, macht aber gleichzeitig auch Damage mit. Und Alhana in wunderschönen und guten Magen. Erheben sich voll Hunger nach eurer Kraft. Und rauben euch flott den Lebenssaft. Ja. So. Immer wieder das Problem. Dieses Spiel hasst mich einfach. Ja, 70%. Ein Variante. Duckt euch, er ist zu stark. Einen. Ich werde euch. Wunderschön. Ich habe den Nekromant tatsächlich mit den ganzen Änderungen oder sowas mir noch nie intensiver angeguckt. Ich müsste mal wieder mit meinem ein bisschen mehr spielen. Müsste jetzt schon gereicht haben. Hm, ich dachte, das sind zwei Krähen beim ersten Mal. Aber es sind drei. Oh, das hat Spaß gemacht. Das machen wir noch einmal. Was zum Beispiel vielleicht auch ganz geil wäre, wäre zum Beispiel ein Monster-Set wie
hier Kagaedas, desto 10% weniger Stamina und Magika-Kosten hast. Du hast einen riesen Bereich, wo du Damage mitmachen kannst. Das löst mit Heavy Attacks aus. Könnte sich tatsächlich hier ganz gut machen. Oder halt sowas wie Erdbluter oder hier Maschinenwächter oder so, was einen Ressourcen wiedergeben kann. Solche Geschichten. Ja, hier seht's, wenn du zum Beispiel auch noch sowas hast wie Säulen von Nirn, als Stamina, vielleicht mit Aegis-Rufe, einfach irgendwas, was du halt relativ einfach in Anführungszeichen procken lassen kannst. Und Nasi, einen wunderschönen guten Morgen. Orion hat gerade mit Prime abonniert. Guten Morgen, Sonne mit Gesicht. Ja, ich will ihn jetzt halt schnell in die 40%-Phase bringen. Machen wir jetzt. Und Tadorion, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Einfach damit ich jetzt nicht nochmal die Dinger hab. Und jetzt werde ich mal immer ein bisschen weniger. Okay. Dann war es bei mir bisher einfach nur immer Zufall, dass es vom Grenenschädel kam. Wird es wärmer? Ja, verbraucht nicht, lauft nicht zu viel rum, gerade wenn ihr nicht unbedingt die Stamina gut seid. Immer ein bisschen stehen bleiben, vielleicht warten, wo dann die nächsten Krähen spawnen. Um sich dann den Weg zu meistern. Wird es wärmer? Kann ich jetzt ganz gut natürlich mitnehmen. Ich kann eure Angst riechen. DK natürlich dann auch wieder vorteilhaft. Er kriegt ja Ressourcen durch
Ulti machen. Lebt ihr in dem Wahn, länger durchhalten zu können. Oder wenn ihr sowas seid wie ein Adunia. Ja, und jetzt geht noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, Gas, weil wir dürfen uns jetzt gar nicht so lange in dieser Phase eigentlich, denke ich, aufhalten. Da die einfach sonst zu lange dauert und damit sich dann mich dann selbst einfach töte. Jenna Ryer hat gerade mit Prime abonniert. Mein Untergang leider sein. Muss mir was überlegen. Für die letzte Phase. Oh Gott. Darf ich jetzt aber nicht. Ich will eigentlich gar nicht mehr so lange machen. Kann mir einer vielleicht Tripods schicken? So 10 Stück oder so. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Naria, danke schön. Danke, danke. Ich nehme den Bär mit. Probier mal was. Nehmen wir meinen Bären mit, weil mit dem Bären kann ich mit ner. Nee, leider nicht. Die sind alle auf den anderen Chars. Aber den Bär kann ich ja einfach mit einer Heavy Attack wunderbar auf meine. Auf die Dinger jagen. Nichts schmeckt so süß wie die Furcht eines gebrochenen Helden. Ja, und zum Beispiel ja auch, deswegen nehmt ruhig euren Gefährten mit, der einfach noch ein bisschen mitteilt. Vogelscheuchen erheben sich voll Hunger nach eurer das, Kraft. Hilft auch. Und rauben euch flott den Lebenssaft. Ja, mach noch eine Dodge-Roll, hab ja genug Ausdauer. Ich ziehe es jetzt schnell mal durch. Ist keine Lust auf die Vogelscheuchen. Ich bringe ihn einfach auf die 80%. Ah ne, warte mal, es sind 70%. Verdammt.
Warum ist mein Bär gestorben? Warum hat der Boss resettet? Mysteriös. Meine Heimgesuchten können niemals. Ja, ihr könnt es wirklich in der Gruppe machen. Sie sind nicht echt. Wie gesagt, in der Gruppe geht es auch deutlich einfacher, weil ihr dann alle auf die Vogelscheuchen gehen könnt. Ihr müsst halt nur dran denken, in der Phase, wo ihr sneaken sollt, dann auch zu sneaken. Uns geht sogar bis zu 12. Lasst meine Finger eure Furcht. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie der Bär dafür sorgt, dass das jetzt. Werde ich mich vor Wonne winden. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Nightblade habe ich ja noch befleckter Albtraum noch zusätzlich zu Wirbel der Tiefen angehabt. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein cooler AOE-Damage. Dazu kommt. Ja, jetzt bin ich wieder. Nee, also der Loot hier ist nicht besonders. Das Einzige, was du bekommst, ist halt ein Achievement. Und du hast die Möglichkeit, eine Büste zu bekommen. 2612 hat gerade für 36 Monate abonniert. Und wie gesagt, Achievement für Büste und Trophäe. Trophäe bekommst du garantiert, wenn du das Achievement machst. Das Achievement ist einfach nur, überstehe das hier. An der Phase ist mein Ding ist weg. Okay. Ich kann ihn jetzt aber, glaube ich, nicht spawnen, oder? Sterb ich. Ne, es geht. Aber ansonsten ist da tatsächlich kein besonderer Loot. Ich würde es halt vielleicht so oft machen, Dankeschön. Ne, bis halt wirklich dann die Trophäe da ist und dann. Oder die Büste, besser gesagt.
Ja. Ja, jetzt muss ich ihn auf 40% bringen. Wollen wir doch einmal sehen, ob wir jetzt euren Willen brechen. Nee, hier mache ich jetzt keine Ego-Mode an. Er darf euch weder hören noch sehen. Ich werde euch finden. Ja. Das ist die Frage, kann ich Post im Kampf, kann ich keine Post abholen, oder? Nee. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Bär mir dann doch sehr hilfreich ist. Ich kann eure Angst riechen. Müsst auch immer ein bisschen aufpassen. Das hat auch ein bisschen Cooldown. Ihr seht auch, es dauert auch ein bisschen, bis man wieder laufen kann. Also nicht unbedingt risikoreich da rangehen, wenn er auf euch zuläuft. Immer ein bisschen Reaktionszeit mit einbauen. Hab ich auch nicht gebraucht. Feigheit steht euch so gut. Gebt euch ihr hin. Nun lasse ich meinen Kürbiskopf fliegen. Mein lodernder Blick wird euer Schicksal schmieden. Ja.
Kleber da. Gut. Weg. Was, wenn ihr nach all diesen Mühen scheitert? Ja, ich werde aber noch eine Phase spielen müssen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Angst, dass ich nicht genug Burst Damage dabei habe, um ihn zu töten. Mit 10% ist mir das ein bisschen zu risky. Deswegen gehe ich noch einmal hier drauf. Nee, das Ding kaputt. Ja. Ja, aber danach. Wo macht der die Heavy Attacks hin, hey? Manchmal. Spiel einfach nur zu wild. Ja, jetzt volle Kanone auf den Boss, alles andere ignorieren. Also das war jetzt so ein bisschen der mein Ding zum Ding, einfach der Bär, weil damit kann ich einfach angreifen. Sorg mit Pets, jagt die Pets auf die Dinger, das kostet euch nicht viel. Nehmt Heilung mit, die lange heilt. Ne, jetzt zum Beispiel hatte ich ja auch hier dabei Lotusblüte, das läuft 60 Sekunden.
Klar muss man Heavy Attacks machen, wenn du gestunt bist, hilft es nicht viel, aber es ist halt einfach eine nette Nebengeschichte für Leben. Man macht viele Heavy Attacks. Man könnte gucken nach einem Set, was halt irgendwie Heavy Attack fördert oder was bei Heavy Attacks auslöst, Ressourcen wiedergibt, lange Laufzeiten. Ich habe die Büste bekommen, auch sehr geil. Also hat sich das heute und auf jeden Fall gelohnt. Ich habe ein schönes Video. Hab mir am Anfang ein bisschen schwer getan. Tatsächlich, sorry, egal, ich merke keinen Unterschied, ob das auf Wett oder Normal gestellt ist. Also es sieht von den Einstellungen her so aus, weil du kannst da nicht mehr switchen, aber ich merke keinen Unterschied. Deswegen weiß ich nicht. Und Melvin, wunderschönen guten Morgen. Und auch alle anderen, die in der Zwischenzeit gekommen sind. Dominik, vielen, vielen lieben Dank fürs Abo. Dankeschön. Ich war so konzentriert gerade. Ich hab die Aufnahme laufen.